Und da sind wir auch wieder mit einer neuen Folge von Let's Play Final Fantasy 13 2. Willkommen zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wie ihr sehen könnt, wir sind immer noch hier im Turm von Augusta im Jahr des Sturzes 200. Und wir haben ja beim letzten Part jetzt nun endlich das Geheimnis der verbotenen Geschichte erfahren. Ja, ungefähr 187 Jahre zuvor, also im Jahr des Sturzes 13, hat ja Hope zusammen mit seinem Team der Akademie ja hier den Turm von Augusta gebaut und eine künstliche Intelligenz erschaffen. Doch durch irgendeinen rätselhaften Hackerangriff ist diese jetzt auf einmal plötzlich amok gelaufen, hat Hope und sein gesamtes Team ermordet. Und damit wir ja dieses Geheimnis jetzt hier nicht einfach so rausplaudern, wollten die uns ja jetzt ebenfalls hier an den Kragen. Also das ist ja natürlich jetzt ganz nett von denen. Ja, so ist das jetzt erstmal so abgelaufen und wir wollen ja jetzt natürlich herausfinden, was jetzt eigentlich ja hier die KI infiltriert hat. Und ob wir dieses Rätsel vielleicht nicht irgendwie lösen könnten, weil es schien ja eigentlich ja ein Paradox zu sein, soweit ich das herausgefunden habe. Okay, aber dafür muss ich ja natürlich weiterkommen. Ja. Was nicht einfach ist, denn es kommen ja ständig irgendwelche Viecher hier an. Wie zum Beispiel ja die Citybots. Too easy. Aber die haben ja wirklich nicht viel drauf. Mit Antriebszündung. Da fällt mir eigentlich ein, habe ich schon mal einen Citybot hier gefangen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich habe einen gefangen. Und zwar ist das ein Verheerer. Ein frühreifer Verheerer. Also das heißt, er wird also sehr schnell entwickelt sein. Mit Stufe 2. Ja, okay. Was kann er eigentlich so alles lernen? Sturmangriff, Eisra. Und hör mal eigentlich auf, mein blöder Controller. Mann, das Ding nervt langsam. Ja, jetzt ist so die Frage, wie könnte man den am besten leveln? Und was würde mir das eigentlich erbringen? Also... Er teilt Magieschaden, Magietaste einfach beliebig drücken. Naja, also, er ist eigentlich nicht so toll. Also, er ist eigentlich im Prinzip fast wie jeder andere Roboter seiner Sorte. Also, wie der Taxobot zum Beispiel. Also, er ist nichts Besonderes. Da fällt mir jetzt gerade ein. Habe ich eben gerade einen Würfel gehört? Das kommt mir so vor. Egal. So, was ich eigentlich aber auch gerne wirklich mal hätte, wäre eigentlich ja der Sunny-Pudding hier. Weil der sieht nämlich ja eigentlich an sich ganz okay so aus. Bin ich ja mal gespannt, was der so drauf hat. So, warte mal, Sunny-Pudding. Zähmbar als Heiler. Ja, das habe ich mir schon gewusst. Merkmale kann TP heilen, ist klar. Klare Gelee und Gritzhundung kriegen wir von dem. Auch ganz okay. Aber leider können wir ihn immer noch nicht ganz zähmen. Ja, es ist nicht ganz so einfach, aber er ist eigentlich, soweit ich weiß, einer der besseren Heiler in diesem Spiel. Ich glaube, er wird nur noch vom grünen Schokobo übertroffen, soweit ich mich erinnere. Aber dort weiß ich leider nicht so ganz genau mehr. Okay. Gut. Aber wir gehen mal einfach mal weiter. Ich muss ja immer noch hier die ganzen Würfel kann man jetzt hier fertig machen. Und ich frage mich eigentlich jetzt, ob ich eigentlich auch diesen obersten da jetzt noch irgendwie so manipulieren kann, dass ich jetzt hier nochmal diesen einen Bereich da betreten kann. Weil ich muss ja irgendwie erschaffen, jetzt noch diesen Bereich der Karte aufzudecken, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Also es scheint einen Zugang zu geben, das sieht zumindest danach aus. Das Problem ist nur, ich sehe hier von hier aus kein Terminal. Ist ja vielleicht dieses hier. Er dreht das hier nur. Drehen wir den nochmal. Okay. Den zu drehen war überflüssig, aber egal. So, ich drehe nochmal das hier rum. Okay, das muss sogar noch ein zweites Mal gedreht werden. Und noch einmal drehen muss ich das Ding. Also ganz stimmt das ja immer noch nicht ganz. Okay, jetzt ist es korrekt. Alles klar. So, das hätten wir. So, okay, und die anderen, die kann ich ja nicht machen. Nicht so jedenfalls. Gut, weiter. So, den Aufzug kann ich ja momentan, glaube ich, jetzt nicht weiter benutzen. Der war ja noch gesperrt und... What the fuck? War das jetzt echt nötig, dass du hier aus dem Nichts auftauchen musst? So, erstmal ganz wichtig natürlich die Sunny-Puddinge erstmal aus dem Weg räumen. Und zwar so schnell es geht.
Mann. Au. Oh, die andere ist ja schon weg. Nein, es wurde keine verletzt. Alles gut. Krieg noch ein paar Polymorph-Chips und dann, ja. Muss ich jetzt einfach nochmal hier diesen Gang durchgehen? Ist ja ganz einfach. Wow, na toll, die Dinger jetzt wieder. Vespid Vertex. Hm. Naja, die Monster sind ja immer noch dieselben geblieben. Na gut, räumen wir mal den Kleinen erstmal schnell aus dem Weg. Und dann helfen wir Sarah mit der Drohne. Na, geht doch. Naja, immerhin gibt es ordentlich Items dafür. Gut, hier muss ich lang. Und hier ist es irgendwie so still. Hier ist alles dunkel. Warum? Wir sind da. So, dann wollen wir mal gucken, was kann das Teil hier? Ich hoffe mal, hier wird jetzt kein... Okay, kein Passwort. Aber wir haben jetzt dafür den Zugang. Ja, gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Mensch gegen Maschine, geheime Information. In dem Jahrzehnt nach Beginn des Proto-Falzi-Projekt kam es zu einem Konflikt zwischen der KI und ihren menschlichen Schöpfern. Die KI bestand darauf, dass der Proto-Falzi mit allen Kräften eines Falzi ausgestattet werden solle, doch die Wissenschaftler waren der Auffassung, dass die gefährlichen Kampffunktionen überflüssig waren. Man fand keine Einigung und das Projekt drohte zu scheitern. Im Jahr des Sturzes 13 wurde der Direktor Hope Estheim ermordet und mit ihm erstarb die Debatte. Schließlich wurde der Proto-Falzi inklusive der Fähigkeit, Menschen in Lissids und Sieves zu verwandeln, fertiggestellt. Echt jetzt? Wer kam auf die bescheuerte Idee? But the artificial intelligence needed to build the Proto-Falci rebelled against the humans. That's when everything went wrong. Ja. Es wurde ein Proto-Falci erschaffen, der in der Lage war, Menschen in Lissir oder Sief zu verwandeln. Das Ergebnis haben wir ja in Academia gesehen und ja, was dann ja passiert ist, das kann man sich ja denken. Tja, nichtsdestotrotz. Haben wir ja immer noch nicht ganz herausgefunden, warum die KI eigentlich so durchgedreht ist. Tja. Das müssen wir ja wohl noch herausfinden. Gut, wo muss ich jetzt eigentlich überhaupt lang? Also ich muss ja wieder zurück zum Aufzug. Aber es ist immer noch die Frage, also wie komme ich jetzt da rein? Also hier ist sonst eigentlich kein weiterer Zugriffspunkt. Oder warte mal, hier? Ah, jetzt habe ich's. Gut, ich muss einmal das Ding jetzt hier einfach mal kurz in die Mitte drehen. Und dann komme ich eigentlich ja da rein. Ich muss da jetzt eigentlich ja nicht unbedingt dahin, weil den Schatz habe ich ja schon, aber ich muss trotzdem mal diesen Bereich hier betreten, um die Karte zu vervollständigen, sonst geht das ja nicht. Immerhin ist das ja auch noch Teil einer Mission, die ich ja noch in Academia erfüllen muss. Dass ich ja noch die ganzen Karten hier vervollständigen muss. So. Okay. Den Citybot, den räumen wir natürlich noch schnell aus dem Weg, weil der kann ja eigentlich nicht viel. Siehst du ja. Schnell im Schock versetzt. Und schon ist er Schrott.
Okay, gut, einmal hier kurz hin und dann einmal kurz noch dahin, wo der Schatz war. Und dann sind wir auch fertig. Alles klar, gut, jetzt kann ich das Ding wieder zurückdrehen. Oder auch nicht. Blödes Vieh. Immer dieser Stress hier mit diesen ganzen Drohnen und Maschinen und den ganzen Mist hier. Naja. Und die Leute, die hier arbeiten, die tun ja auch nichts dagegen. Ja, wir auch. Das sind ja alles ja nur Maschinen. Das sind alles nur Roboter. Irgendwelche künstlichen Lebensformen. Den interessiert ja ein Dreck, dass wir jetzt hier drauf gehen. Naja. So gesehen sind wir eigentlich ja jetzt hier gerade momentan die einzigen lebenden Menschen, die durch diesen Turm streifen. Okay, gut. Terminal, wo ist das Ding hier? Gut, einmal kurz wieder zurückdrehen, damit ich heraus kann. Okay, und dann können wir ja wieder zurück zum Aufzug. Wir haben ja jetzt die Karte. Ja, ich hab's ja schon gesagt, das ist hier echt wie ein Labyrinth. Zum Glück hilft mir aber die Navigationskarte immer noch so ein bisschen, mich hier zurechtzufinden. Deswegen mache ich mir jetzt nicht allzu große Sorgen, dass ich mich verlaufen kann. Ah, Mist. Oh, dass die auch immer hier erstmal direkt vor einem auftauchen müssen. Das ist, ich weiß nicht, das mag ich irgendwie gar nicht. Okay, wichtige Mission erstmal hier den Pudding aus dem Weg räumen. Gut, der ist tot und, oh, die anderen sind auch schon erledigt. Mann, das ging ja flott. Das ging ja mal richtig flott hier. Gut, geschafft. Jetzt endlich erstmal hier rein und, Mando! Ihr schon wieder? Ihr lasst einen ja auch wirklich gar nicht in Ruhe, was? Ich dachte eigentlich ja schon, die Steve in Academia wären nervig gewesen. Das waren sie auch. Und zwar richtig, aber die hier, die stören aber auch ganz schön gewaltig hier. So, gut. Das war's. Und jetzt aber endlich hier in die Mitte des Aufzugs und die nächste Ebene. Ich will hier fertig werden. Jetzt kommen wir ja hier nie rechtzeitig ins Bett. Gut, zur Ebene 52. Ja, wenn ich bitten darf. Gespannt, wie weit das hier noch geht. This is great. The artificial intelligence that killed Hope and his team now seems hell-bent on killing us. So you don't think the Protofal C and the other AI are being controlled by Caius? No, I don't. Someone else is pulling the strings. Okay. Noel ist der Überzeugung, dass jemand anderes als Caius die Strippen zieht. Doch wer? Ja, das ist aber jetzt eigentlich ja wirklich nicht so. Das ist jetzt eigentlich ja die Frage. Aber wieso nicht Caius? Das interessiert mich jetzt eigentlich ja mal. So. What makes you think it isn't Caius? In the age I come from, the Cirrus is forbidden to do anything that changes history. Caius is a guardian. He wouldn't break that law. And then there's... Then there's what? There was another reason, I'm sure of it. I can't believe this. I must have left all my important memories back in the future, under a rock or something. I wonder what it was. I hope you remember, but I'm starting to get worried about you, Noel. Kupo! Kupo! Mhm. Okay, es geht weiter. Ein weiteres Labyrinth-Rätsel ist hier jetzt erstmal hier vor uns. Naja. Ja gut, findet die Zugangskarte EX.
Ja, das sollte ja kein Problem sein, das schaffen wir ja schon irgendwie. Aber trotzdem, um Null muss man sich wirklich Sorgen machen, weil er ja ständig jetzt hier alles vergisst. Seine Erinnerungen werden Stück für Stück irgendwie ausgelöscht. Und daran schuld könnte ja natürlich die Zeitmanipulation sein, die wir ja hier die ganze Zeit durchziehen. Tja. Aber was hilft das? Ich meine, Null war ja eigentlich ja bereit, sogar seine eigene Existenz aufs Spiel zu setzen, nur um die Zukunft zu retten. Beziehungsweise eine bessere Zukunft zu erschaffen. Aber trotzdem, das sind wichtige Informationen, die ja jetzt hier fehlen. Naja gut, wie auch immer. Gut, ich mache erstmal die Puddinge platt und ich hoffe mal, ich schaffe es jetzt endlich mal bald hier mal eins zähmen. So, einer ist weg und es sind leider beide, aus keinem von beiden hier jetzt Kristalle entstanden. Ja, das ist schade, aber na gut, kann ich nichts machen. So, geht es eigentlich überhaupt bis dahin hier noch weiter? Ne, es geht nur hier durch. So, aber ich habe ja gerade gesehen, ich kann ja noch... ich kann ja hier gerade jetzt noch mal kurz in einem der Kästen ein Terminal bedienen, um das Ding zu drehen. Deswegen tue ich das einfach mal. Okay, es tauchen immer so viele auf, aber das ist... Dass es so schwierig ist, die Dinger zu zähmen, das ist echt merkwürdig. Alles klar, aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück. So, ich konnte ja das hier bedienen. Jo, okay, das wird mir auch sogar jetzt hier das Weiterkommen ermöglichen. Na, gut zu wissen. Ja. Dann kann ich jetzt erstmal das hier holen und... Ach Mann. Oh, die sind neu. Die Dinger sind neu. Das sind PT Dragoner. Ah. Oh. Ich sehe, Puddinge sind auch hier. Alles klar, gut. Die Sunny-Puddinge können ich schnell genug heilen. Das ist doch schon mal beruhigend. Oh, aber leider immer noch kein Kristall. Dammit! Oder? Nö. Kein Kristall erhalten. Na gut, dann eben kein Kristall, aber den Schatz nehme ich mir trotzdem. Gut, wir bekommen das Magisterwappen. Das sollte eigentlich auch was Gutes sein, Magisterwappen. Oh ja, das ist sogar sehr gut. Angriffszauber plus 40 und dazu noch erstmal hier ATB-Geschwindigkeit. Also quasi das Gegenstück zu den Kaiserklauen. Und ich kann es leider nicht einsetzen, weil die Hypnokrone zu teuer ist. So, Magisterwappen. Mal sehen, kann ich vielleicht noch irgendwie was anderes reintun? Nee, leider alles zu teuer. Naja, was ich vielleicht nochmal machen könnte. Später, wenn ich jetzt eigentlich halt bald wieder Chocolina treffen sollte, also sollte er hoffentlich auch irgendwann mal wieder hier auftauchen. So, ich kann ja hier auch noch gleich mal Kristarium machen. Ich denke, was tue ich sogar auch. Ah, Mann. Seraph, Mann, mach dich doch hier nicht so breit. So, ich muss eigentlich nochmal kurz hier in die Mitte des Raumes rein. Weil ich wollte ja noch gerne den Teil der Karte aufdecken. Das ist noch wichtig. So. Ja, versucht es ruhig. Ihr könnt euch nicht gegenseitig heilen. Dafür seid ihr nicht schnell genug. Gut. Aber leider immer noch keinen Sunny-Pudding gezähmt. Schade. Warte mal, gehe ich richtig? Ja, tue ich. Ich will erstmal nochmal weiter hier in die Mitte rein, weil da sehe ich ja erstmal noch eine Schatzkiste. Mit Lebenskugeln, 8 Stück insgesamt und, oh, schon wieder so ein Pudding und was da noch dabei? Oha! Ach, nee, ach so, ich dachte schon, das ist nur eine Jagdrohne. Ich hatte eben gerade für einen kurzen Moment gedacht, das wäre ein B-Mod. Also da hatte ich jetzt eben gerade so einen kleinen Schrecken bekommen.
Das Ding ist immer noch nicht gezähmt worden. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. So, ein bisschen flott hier. So, jetzt haben wir es. Gut, Polymorph Chip erhalten und einen Analogschaltkreis. So, gut. Ja, gut. Erstmal nochmal schnell hier jetzt, denke ich, ja bis zum Ende durch. Bis wir jetzt hier das erreichen. Okay, da kann ich sogar noch durch. Okay, dann nehme ich noch den Schatz mit. Ich bin ja mal nicht so. Ja, wenn man mich mal lassen würde, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, das sind aber nur zwei Dragoner und ein Pudding. Oh, es sind sogar zwei Sunny-Pullinge. Na, 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 das ist aber jetzt hier nicht so schön. So, okay, der ist leider nicht gezähmt. Und was ist mit dem? Auch nicht. Schade. Oh Mann, ich will einen Sunny-Pudding haben. Und den dann auch sogar noch später, soweit es geht, leveln. Also ich kann ja zum Glück eigentlich ja diverse Komponenten ja bestimmt bei Schokolina kaufen. Na gut, ich denke mal, das wird so schnell nichts. Alles klar. Okay, ich denke mal, hier kann ich erstmal eine Ruhe, eine Pause machen. Ah, ich wollte ja noch schnell das Kastario machen, wieder mal. Bevor ich jetzt hier gleich den Part beende. So, das ist fertig. Okay, ich wollte jetzt bei Noel unbedingt mal den Verheerer mal weitermachen. Damit der jetzt endlich auch mal hier so ein paar Bonuspunkte bekommt. So, und... Ah, gut, die Brecherfähigkeit Meteorspeer kann ich ja jetzt schon lernen. Dann mache ich das mal. Den werde ich mal freischalten. Diese mächtige Brecherfertigkeit verbraucht einen vollen ATB-Balken und kann nur einmal pro Kampf verwendet werden. Ja, ist gut. Alles klar. Machen wir mal weiter. Oh, okay, mehr geht leider nicht. Oh, schade. So, dann mal holen wir doch schnell den Manipulator hier voll. So, okay. Oh, fehlt jetzt nicht mehr viel. Kristarium erweitert. Und wir können ja auch hier noch bei ihr die Verheererfähigkeit Artemis-Pfeil lernen. Dann machen wir das. So, diese mächtige Verheerer-Fertigkeit verbraucht einen vollen ATB-Balken und kann nur einmal pro Kampf benutzt werden, wissen wir. So, und die Manipulatorrolle haben wir jetzt auch endlich gemeistert. Gut, das ist fertig. Haben wir jetzt erstmal hier wieder mal ordentlich Fortschritt gemacht. Da bin ich auch erstmal sehr froh darüber. Gut, Freunde, dann war's das mal wieder hier mit Let's Play Final Fantasy 13.2 in diesem Part. Beim nächsten Mal, ja, sind wir leider immer noch nicht fertig. Ich muss ja erstmal wieder eine Zugangskarte suchen. Und wer weiß, wie oft sich das jetzt hier noch wiederholen lässt. Also, das kann bestimmt jetzt erstmal noch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir kommen zum Glück voran und das ist ja erstmal das Mindeste. Ja, gut. Wie könnte ich das jetzt machen? Also, ich weiß, wie ich jetzt da weiterkommen kann. Also, ich müsste jetzt noch einmal jetzt dieses Ding hier einmal kurz drehen, um den ganzen linken Bereich hier fertig zu machen. Und vielleicht finde ich ja da auch wieder was Interessantes. Wahrscheinlich sogar eine Mission für ein Fragment. Das wäre jedenfalls sehr, sehr nice. Ja, und wie ich sehen kann, hier auf dieser Map ist leider Chocolina nicht zu finden. Ja, jetzt zumindest noch nicht, aber vielleicht, wenn ich erstmal einen weiteren Kartenabschnitt aufgedeckt habe. Ich vermute ja sogar mal, dass Chocolina möglicherweise da in dem linken Bereich irgendwo ist. Das könnte zumindest sein, aber naja, wie gesagt, das finden wir erst im nächsten Part heraus. Also nochmal vielen Dank hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!